Hallo liebe Freunde, ich bin Lüba von Kalinkas Küche und ich bin auf einem Lebensartgut Basthorst, ein so ein Landhof, wo kann man den ganzen Tag schön verbringen und jetzt momentan ist da Herbstfest und kann man schöne Sachen anschauen, auch kaufen für Garten oder Dekorstücke schaute. Was für so eine wunderschöne Dinge stehen da auf dem Tisch. Warum bin ich hier? Ich habe kürzlich erfahren, dass auf diesem Hof Steffi kocht ein, macht ein Marmeladenbelieb. Naja, Marmelade habe ich nicht mitgebracht, aber ich wollte gerne diese wunderbare Frau kennenzulernen. Und wo wir das gesehen, dass wir haben nur 30 Minuten Fahrt zu diesem Hof, sind wir einfach ins Auto hingesetzt und losgefahren. Auf dem Weg zu Steffis ihrer Veranstaltung haben wir natürlich ein paar Stände angeschaut. Es war viel interessante Sachen, auch von ganz, ganz früher. Wirklich, manche Sachen haben mich wirklich fasziniert. Und danach habe ich auch noch einen Stand mit den Gewürzen entdeckt. Und da könnte ich von diesem Stand gar nichts weggehen. Am liebsten, ich hätte fast alles gekauft. Ja, ich habe aber mir trotzdem was ausgesucht, was mich am meisten interessiert. Und so ein bisschen habe ich auf diese interessante Mischung noch eingeschaut, was ich vielleicht zu Hause nachmachen kann. Und gleich um die Ecke, da waren die schon Schilder von den Steffis ihre Veranstaltung. Du sagst uns einfach, wer du bist, guckst mich mit ganz großen Augen an. Mein Name ist Liebe Lisboa, ich habe eine Kunstgalerie in Hamburg. Bin also eine ganz normale Konsumentin von Marmelade. Aber ich denke, Marmelade ist immer noch Kunst. Und ich denke mal, wenn wir heute fertig sind, du mit uns und wir mit dir, wird es die nächste Kollektion von Marmelade geben. Richtig. Und das davon machen, kann ich dir auch schön. Sehr wunderbar. Das große Thema Fermentieren ist ja wieder ein tolles Thema geworden und sowas alles. Also, Sie sehen, wir haben die geballte Kraft an Fachwissen, an Begeisterung dabei und gibt Ihnen jetzt mal einen riesen Applaus, damit Sie heute meine Namen an die Tische fertig los. Und um 16 Uhr spätestens sehen wir uns wieder und ihr könnt das jederzeit begleiten, Leute fragen, Fotos machen. Und dann habe ich ganzen Mut genommen und zu Steffi rübergegangen. Es war so schön, kann gar nichts beschreiben. Sie war aber auch sehr bewundert. Die hatte gar nichts geglaubt, dass ich stehe vor ihren Augen. Natürlich, Steffi hatte volle Hände zu tun gehabt und ich wollte da nicht zu viel dazwischen gehen. Aber später hat sie mich trotzdem noch auf die Bühne gerufen. Das ist so eine wunderbare Frau und ich bin so froh, die zu kennenzulernen. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Also dieser Fernseher aus den 50er Jahren. Der braucht sehr lange, bis er endlich ein Bild gemacht hat. Und ich würde euch gerne bitten, pro Person nur ein Foto zu machen, um der Nachhaltigkeit halber. Aber würdest du mit mir ein Bild machen? Ja, natürlich. Ja, ich würde es aus mal angeben. Ja, das ist auch ja. Das ist so wie Polaroid. Also da könnt ihr Fotos machen lassen, auch mit euren YouTubern. Holt sie gerne. Ich weiß nicht, wie wir unsere YouTuber daraus holen. Sascha ist da von SelfBio. Gesa ist da, von natürlich selbst gemacht. Juba, sagt man eigentlich Juba oder Luba? Juba. Juba von Kalinkas Küche und ich mit Steffi kocht ein. Und Steffi, ich bin auch da, also ihr könnt so, gerne Bescheid sagen. Das heißt für Sie, meine Damen und Herren, hier wird fotografiert, hier wird gefilmt, hier wird gestreamt. Also wer das nicht möchte,
muss den Saal verlassen. Ach so, übrigens, wir haben noch jemanden hier. Darf ich das sagen? Ja, klar. Ariel von Ariels Küche ist auch hier. Das ist natürlich ein ganz besonderer Koch und er macht wirklich tolle Rezepte. Da springt hier auch rum. Da hinten ist Matthias. Ihr könnt euch auch gerne in Gruppen fotografieren lassen. Ja, das ist gut dann entstanden und reinkommen. Und dann haben wir gesagt, ja, damit auch. Du kannst nach Hause. Machst du einfach mit dem Training? Ja, klar, kann ich auch machen. Auch klar. Hallo. Danach habe ich mich noch getroffen mit ein paar meiner treuen Zuschauer, welche hier dabei waren. War echt ein sehr schöner Tag. Sascha von Selbio-Kanal war auch da. Da haben wir auch noch ein bisschen miteinander gesprochen. Und zum Schluss gab es natürlich einen Preisverleih für die beste Marmelade. Darf ich die Gelegenheit nutzen, um mich stellvertretend für alle YouTuber, für alle Juroren nochmal recht herzlich für das Engagement von euch bedanken. Es war ein aufregender, aber sehr schöner Tag, wirklich. Und wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir zum Weihnachten oder Adventszeit kommen wir hierher wieder. Es ist hier wirklich sehr, sehr schön. Wirklich kann nur empfehlen, wer nicht so weit von hier ist. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal in meine Küche. Tschüss!